Guten Morgen, liebe Rosis. Zuschauer, Abonnenten. Ich muss eben gucken, am Montag und welches Wochenthema in unserem Kalender drin steht. Ja, und ich rauche auch noch eine Morgenzigarette. Der Nosy Rosy Kalender. Sex ohne Liebe hatten wir. Lesben und Schwule. Lesben und Schwule, eine Community oder eher zwei gespaltene. Der Titel sagt, kommt ihr gut klar mit euren schwulen Mitmenschen? Oder kann man das überhaupt verallgemeinern? Sind Lesben Lesben und Schwule Schwule? Was findet ihr toll an homosexuellen Männern? Was weniger? Okay. Sollte aufhören zu rauchen. Lesben und Schwule und Heterosexuelle sind alles Menschen, nur mit einem anderen Geschlecht. Würde ich so behaupten. Also, ob ich mit Schwulen klarkomme oder ob ich denke, dass Schwule und Lesben eine gespaltene Community ist, würde ich nicht so sagen. Ich denke, dass jetzt zum Beispiel Nosy Rosy einfach nur ein lesbischer Internetsender ist, weil es schon so viele schwule Sender gibt. Also es war auch schon die Frage, ob wir einen Schwulen mit bei uns aufnehmen würden. Da haben wir klar gesagt, nein, nicht weil wir Schwule nicht mögen, sondern weil wir einfach gedacht haben, wir wollen aber was für Lesben haben. Und also wir wollten mehr für die lesbische Gemeinschaft tun. Das war's genau. Ja. Ich persönlich komme mit Schwulen total gut klar und ich finde auch zum Beispiel die, also wenn ich jetzt in eine Gay-Bar gehe, wie die Jen das so schön singt, dann gehe ich lieber weg, wo es gemischt ist, also wo nur Homosexuelle sind, Männlein wie Weiblein, aber keine Heterosexuellen. Weil ich schwule Mitmenschen einfach ziemlich cool finde, ich habe auch einen schwulen besten Freund und keine Ahnung, man kann da ziemlich gut mit denen quatschen, man kann auch, es ist ein unbefangener Umgang, denn wenn ich mit einem Heteromann irgendwo mal was trinken gehe, hat dieser Heteromann immer noch im Hinterkopf, mich doch flach zu legen, weil das ist irgendwie so bei den Heteromännern, wenn die hören, dass jemand lesbisch ist, eine Frau lesbisch ist, dann weckt das bei denen so der Jagdinstinkt, dann wollen die erst recht haben, also so nach dem Motto, kriege ich nicht, will ich haben. Und wenn ich dann mit Schwulen irgendwie weggehe, ist das so, da weiß ich ganz genau, die haben keine sexuellen Hintergedanken. Und das ist dann für mich, der Umgang ist dann entspannter, weil ich oft durch meine liebevolle und trottelige Art so auch schon mal diversen Männern Hoffnung gemacht habe, obwohl ich nur so richtig glücklich war, dass wir so gut befreundet waren. Und die haben gedacht, ja, die Cassandra will mich vielleicht doch in die Kiste haben. Und deswegen ist der Umgang für mich mit Schwulen ziemlich kompliziert. Ja. Was findet ihr toll an homosexuellen Männern? Also, homosexuelle Männer können sich meistens sehr, sehr toll bewegen. Also ich mag diesen Misch zwischen männlich und feminin. Und ich mag diese sogenannten Tunden, also die wirklich so heidi-teidi und harte und ganz enge Shirts und so. Die finde ich... weiß ich nicht, mag ich einfach, keine Ahnung, also gehe ich gern mit weg, habe ich gern mal so Kontakt und so. Und ich finde, an homosexuellen Männern, die sind sehr gefühlsmäßig, also sind sogar noch übertriebener mit ihren Gefühlen als und tiefgründiger, also, wie fasse ich das in Worte? Homosexuelle Männer sind einfach toll. Also ich hätte gern irgendwie, ich würde gern in einer WG wohnen, wo ich nur mit Homosexuellen zusammen bin. Dann könnte ich mir immer coole Schminktipps geben, weil meistens haben die sogar noch bessere Tipps als wie ich. Und ja, ich meine, kennt ihr den Blues? Ich meine, wie der schon läuft, ne? Das ist doch einfach nur tuffig. Tuffig, würde ich sagen. Ja. Das würde ich dazu sagen. Ja. Und ich glaube nicht, dass es eine gespaltene Community ist zwischen uns Schwulen und Lesben, sondern eher... dass halt mit manchen kommt man klar, mit manchen nicht, ne?
Und es wäre halt auch ziemlich cool, wenn uns Schwule jetzt abonnieren und uns zuschauen, so wie ich jetzt auch einen schwulen Internet-Channel, ich weiß gar nicht, wie nennt man denn das jetzt hier, YouTube-Kanal, Channel, TV oder was auch immer, wie nennt man das? Egal, Karl. Scheißegal. Also, ich finde es nicht, ich finde nicht, dass es eine gespaltene Community ist, nein, ich finde, finde es okay, wie es ist. Ich gehe gerne mit Schwulen weg, ich gehe aber auch gerne nur lesbisch weg, so wie jetzt in den nächsten Monaten, also jetzt November und Dezember, Bochum, da ist Sarah und Leander, diesen Monat noch, da freue ich mich schon drauf, weil ich einfach mit Schwulen den lockeren Umgang habe. Und im November ist ja dann nur Frauenspruch, da freue ich mich drauf, weil ich ja wieder Single bin und ja, mal gucken, was ich so, brauche ich ja nicht weiter ausführen, ne? Okay, ich bin heute Morgen ein bisschen müde und ein bisschen niedergeschlagen, hat aber nichts mit euch zu tun und mir geht es auch nicht ganz so schlecht. Ich habe nur ein paar schlechte Nachrichten in den letzten Wochen bekommen und muss jetzt erstmal ein bisschen für mich selbst gucken, wie ich damit klarkomme. Aber mein Leben soll weitergehen wie bisher. Und ja, ich werde auch jede Woche posten wieder. Versprochen. Es sei denn, ich bin tot. Das wisst ihr ja schon. Ja, und jetzt verabschiede ich mich einfach, bevor ich hier noch anfange, so sentimental zu werden. Also Schwule und Lesben und Heterosexuelle sind für mich alles Menschen. Mit einigen kommt man sehr gut klar, mit einigen kommt man weniger klar. Ja, Multikulti. Schönen Start in die Woche.